Geld und Nachhaltigkeit, passt das zusammen? Für die Landeskirche Braunschweig schon. Sie war eine der ersten Kirchen, die sich um nachhaltiges Anlegen von Geld bemüht hat. Darum kümmert sich bei uns Oberlandeskirchenrat Dr. Jörg Meyer. Er ist Leiter der Abteilung für Finanzen und mit ihm haben wir über nachhaltige Geldanlagen gesprochen. Geldanlagen sind nachhaltig, wenn sie umweltverträglich sind, sozial gerecht sind und generationsgerecht sind und wenn sie unserer Verantwortung vor Gott und den Menschen gerecht werden. Wir achten darauf, dass keine Unternehmen unterstützt werden, die Rüstungsgüter herstellen, geächtete Waffen herstellen, die im Bereich von Pornografie oder von Spirituosen oder von nicht nachhaltigem Saatgut tätig sind. Wir unterstützen keine Staaten, in denen die Todesstrafe praktiziert wird. Wir kaufen keine Staatsanleihen in diesen Ländern. Und wir achten darauf, dass nur Investitionen in Unternehmen, die für den Friedenserhalt und für den Umweltschutz sich engagieren, getätigt werden. Um Geld anlegen zu können, braucht man erstmal welches. Die Landeskirche Braunschweig erhält Einnahmen aus den Kirchensteuern, die viele von uns monatlich zahlen. Dieses Geld wird dann so angelegt, dass auch in Zukunft vor allem soziale Projekte in Kirche und Diakonie umgesetzt werden können. Dazu zählen zum Beispiel Kitas oder die Ehe- und Lebensberatung. Auch eine langfristige Beschäftigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird durch diese Einnahmen gesichert. Außerdem hat die Landeskirche Braunschweig Einnahmen aus Verpachtungen und Vermietungen von Land und Gebäuden. Wenn ihr euer Geld künftig auch nachhaltig anlegen wollt, dann solltet ihr diese Tipps beachten. Heute ist es so, dass die Banken und Finanzdienstleister verpflichtet sind, die Kunden danach zu fragen, ob sie nachhaltig ihr Geld anlegen wollen. Dann sollte man das mit Ja beantworten. Besonders viel Erfahrung haben darin insbesondere die Kirchenbanken, das ist die Evangelische Bank und die Bank für Kirche und Diakonie. Dort kann man sich hinwenden, dort wird einem geholfen.